Thomas Hardegger, Nationalrat von der SP, für uns Zürcher im Nationalrat gewählt. Wie würdest du dich in einem Satz beschreiben? Ich bin ein neugieriger Mensch. Ich bin gerne mit Leuten zusammen, diskutiere gerne und bin interessiert, dass wir unsere Entwicklung beeinflussen können. Was hat dich denn bei unserer Entwicklung veranlasst, in die Politik einzutreten? Was waren deine Beweggründe? Ja, man sagt ja, wer nicht mitbestimmt, über den wird bestimmt. Also wenn man will, an der Entwicklung mitgestalten, dann muss man sich engagieren, dann muss man probieren, Entwicklungen zu beeinflussen. Für mich ist ganz wichtig, dass wir einen sozialen Ausgleich haben und dass wir vor allem auch die ökologische Entwicklung mit beeinflussen, die Klimaerwärmung, uns dort engagieren, damit wir auch unseren nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt überlassen. Du hast in der Politik die PGNiS, die parlamentarische Gruppe Nicht-ionisierende Strahlung, gegründet. Wie ist das entstanden? Was sind da die Hintergründe? Wir haben politische Anstrengungen gehabt von bürgerlichen Politikern, die haben Grenzwert für die Mobilfunkstrahlung lockern. Und ich habe gemerkt in der Kommission, in der Diskussion, dass Politikerinnen und Politiker überhaupt nicht informiert sind. Dass sie sehr wenig wissen, auch über mögliche Belastungen. Und es hat sie nicht interessiert. Und ich habe dann mit ein paar wenigen im Parlament, wo das Thema interessiert hat, das Gefühl gehabt, wir müssen die anderen Parlamentarierinnen und Parlamentarier informieren. So ist das entstanden, auch über den Kontakt mit den Ärzten für Umweltschutz. Also ist der Hauptgrund eigentlich eine Informationsplattform für die Parlamentarier? Ja, man muss aber auch ein bisschen den parlamentarischen Betrieb verstehen. Dort sind die, die das Interesse haben an einer Entwicklung, also die ganze Mobilfunkbranche, die hat mit all ihren Kommunikationsabteilungen einen ganz grossen Einfluss, einerseits auf das Parlament, aber auch auf die Verwaltung. Und wenn wir nur eine einseitige Information haben im Parlament, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, neutrale Entscheide anzubringen. Und das war der Anlass gewesen, um die parlamentarische Gruppe zu gründen. Natürlich ist der Einfluss immer noch sehr klein von der parlamentarischen Gruppe, aber immerhin sie ist bekannt. Und wir haben die Möglichkeit, die anderen Parlamentarier zu informieren. Ob sie dann von dem Angebot Gebrauch machen, ist dann etwas anderes. Wie gross ist denn das Interesse bei deinen Ratskollegen, Kolleginnen? Ja, es ist leider vorläufig noch relativ klein. Das hängt aber damit zusammen, dass alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier natürlich eine ganze Schwette von Dossiers haben, die sie betreuen. Und wenn sie sich dann auch mit dem Mobilfunk und der Mobilfunkstrahlung befassen, ist das einfach noch ein weiteres Thema, wo sie sich einschaffen müssten. Es ist relativ komplex. Und das heisst, ein Parlamentarier macht es nur, wenn er einen persönlichen, häufig emotionalen Zugang zum Thema bekommt, dass er sich überhaupt mit dem befasst. Und darum sind wir immer noch dran, zu informieren, mögliche weitere Mitglieder zu gewinnen für die parlamentarische Gruppe. Aber sie besteht jetzt seit 2 Jahren und wir haben doch schon das eine oder andere können im Parlament bewirken. Wenn man jetzt also die Gegenseite schaut, Mobilfunklobby, 5G ist ein Riesenthema. Mhm. Wieso ist Elektrosmog kein grösseres Thema in der Politik? Das hängt damit zusammen, dass die Kommunikationsabteilungen von der Mobilfunkbranche immer kann das darlegen kann, dass alles unschädlich ist, dass das keine Folgen, keine Belastungen. Und sie sollten ja sorgfältig umgehen mit der ganzen Entwicklung und sind auch wahnsinnig wichtig für den Wirtschaftsstandort Schweiz, dass man da den Anschluss an die Entwicklung in der Welt nicht verliere. Und mit diesen Argumenten können halt sehr vieles schon Zweifel an der notwendigen Entwicklung schon mal im Keim ersticken.
Und das führt dazu, dass halt viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich nicht à fond informieren, dann dem Glauben schenken. Es hängt schon ein bisschen mit der Glaubwürdigkeit zusammen, wenn dann irgendein ETH-Professor kommt und sagt, das ist alles kein Problem, dann hat das eine höhere Glaubwürdigkeit als jemand, der sich in der Freizeit mit dem beschäftigt und probiert, die Zusammenhänge zu verstehen und nachher seine Zweifel anmeldet. Also fehlt uns jemand mit einem grossen Namen, der den Elektrolog ein bisschen öffentlich macht, publik macht? Ja, das wäre wichtig, dass man etwas hat, wo das notwendige Gewicht hat, aber auch die kommunikativen Fähigkeiten, die Kanäle hat, um die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewinnen, damit man nachher die Entwicklungen so steuern, wie man sie gerne hätte. Du hast im Parlament eine Motion eingereicht, Strahlungs- und Energieminderung bei Schnurlostelefonen und WLAN-Geräten. Was ist der Hintergrund zu dieser Motion? Es hat also die Idee oder der Anlass ist eigentlich gekommen, wo mir jemand gesagt hat, haben wir als Mensch eigentlich kein Anrecht auf eine strahlungsfreie Umgebung. Wie wir uns automatisch von dieser Entwicklung beeinflussen lassen, so dass gleich, wo man sich aufhält, man ist immer an einer Strahlung ausgesetzt. Und dann habe ich gemerkt, eines der grossen Probleme sind die WLAN-Geräte, wo man, wenn man es selber hat, dann kann man es selber abstellen, dann kann man es selber steuern, wenn man technologisch ein bisschen begabt ist. Aber wenn man weitere Geräte im Haus hat, in anderen Wohnungen, von Leuten, die das dann rund um die Uhr laufen lassen, dann ist man eigentlich immer an einer Belastung ausgesetzt und man kann es nicht steuern. Und darum habe ich das Gefühl gehabt, man muss die dort ansetzen, wo es einem direkt betrifft und wo man eine Einflussmöglichkeit hat. Wie siehst du die Chancen von dieser Motion? Ich bin gespannt, wie der Bundesrat jetzt wird antworten. Wahrscheinlich wird er sagen, das ist eine Sache der Branche. Und wenn jemand so ein Gerät kaufen oder sich installieren lässt, durch einen Vertrag, den er eingeht mit einem Mobilfunk oder mit der Swisscom oder UPC oder was immer, dann ist das Bestandteil vom Vertrag und Bestandteil vom Vertragsrecht und da wird der Bundesrat nicht eingreifen. Ich befürchte, dass der Bundesrat sich da aus der Verantwortung stellen und alles den Vertragspartner überlassen. Man muss einfach daran denken, dass die wenigsten Nutzerinnen und Nutzer von so Geräten technologisch so informiert sind, dass sie das auch tatsächlich steuern könnten. Also es gibt ja einige Fernsehmodelle, die ein WLAN integriert haben, das nicht abstellbar ist. Also es ist wohl abstellbar, aber es strahlt genau gleich weiter. Gibt es denn da eine Möglichkeit, wenn der Bundesrat jetzt so eine vereinfachte Antwort gibt, dass man da andoppeln kann? Nicht gerade sofort, aber es vielleicht lange schon, wenn man die Diskussion anstößt, dass ins öffentliche Bewusstsein kommt, dass sich jemand informiert, dass sich überlegt, was heisst das für mich, weil ich in einem Mehrfamilienhaus wohne und sind gleichzeitig laufend in dem Haus fünf WLAN. Und wie wird dich belastet und dass allenfalls das auch dazu führt, dass Mobilfunkanbieter selber auf die Idee kommen, sich hinter ihre Kundinnen und Kunden informieren, wie sie die Geräte selber steuern können. Vielleicht ist auch die Technologie, die sich so weiterentwickelt, dass sie die Geräte anders ausrüsten oder kundenfreundlicher ausrüsten, sodass man es steuern kann. Wer weiß.
Wie siehst du unsere Zukunft von unserer Gesellschaft? Was erwartet uns mit 5G? Das wüsste ich selber gerne. Ich bin kein Ingenieur. Ich habe Zugang zu ganz unterschiedlichen Informationen von Leuten, die sagen, das ist alles noch nie erforscht. Man weiß überhaupt nicht, was das für Auswirkungen auf den Körper hat. Bis zu Leuten, die sagen, das ist alles unbedenklich, weil viel schwächere Strahlungen sind und ganz andere Frequenzen, die unbedenklich sind. Was tatsächlich ist, kann ich nicht beurteilen. Was ich einfach weiss, es gibt keine Studie, es gibt keine verlässliche Studie, die uns die Unbedenklichkeit beweisen könnte. Und solange etwas nicht unbedenklich ist, dürfen wir nach dem Vorsorgeprinzip im Umweltschutzgesetz so etwas auch nicht einsetzen. Und für das wehre ich mich. Was können wir funkkritische Organisationen machen dagegen? Was würdest du uns empfehlen? Wichtig wäre Öffentlichkeitsarbeit. Man muss die Leute probieren zu informieren. Man muss es, wenn möglich, auf einer sachlichen Ebene probieren zu machen und nicht emotional. Wenn man wo Zugang hat zu den Medien, dann muss es einen fachlichen Grund haben oder einen technischen Anlass haben, um irgendetwas zu erklären. Über die Emotionen müsste es gerade einen Skandal geben, dass die Medien interessiert sind. Aber die Medien fürchten sich auch vor den grossen Anbietern, weil die eine grosse Inserate gemacht haben. Und so, dort erklärt sich auch die Zurückhaltung der grossen Medienhäuser, sich mit dem Thema zu befassen. Es geht aber nicht nur um die mobilfunkkritischen Organisationen, das geht auch anderen Organisationen, die weniger Inserate gemacht haben, um sich Raum schaffen, auch im redaktionellen Teil. Hast du persönliche Erfahrungen mit Elektrosmog? Ich weiss es nicht. Ich habe das Gefühl, ich sei nicht belastet, aber ich weiss nicht, ob mein Wohlbefinden besser ist oder schlechter, ob das einen Zusammenhang hat mit wie viel WLAN in der Umgebung arbeitet. Ich probiere zu telefonieren mit Kopfhörern, also das Handy möglichst nicht ans Ohr anzuheben. Das sind so Vorsichtsmaßnahmen, die ich mache. Aber eben dann, wenn es mir schlecht geht, ob das tatsächlich einen Zusammenhang hat mit Elektrosmog, kann ich nicht belegen. Und das ist eines der grossen Probleme, die viele elektrosensible Menschen haben, dass sie Mühe haben, einen Kausalzusammenhang zu belegen. Sie spüren es allenfalls, sie sind sicher, dass es ist, aber einen wissenschaftlichen Beweis nachher können darzulegen, fällt vielen schwer. Schaltest du bei dir zu Hause in der Nacht das WLAN ab? Ja, ich habe mein WLAN an eine Zeituhr angehängt. Das schaltet am Abend um 9:30 ab und am Morgen um 5:30 wieder ein. Um 5:30 stehe ich auf und dann kann ich häufig dann meine Mail checken, weil ich gehe am Abend aus Psychohygiene nicht mehr ins Mail, sodass ich ruhiger schlafen kann. Thomas Hardegger, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und wünsche dir viel Erfolg und alles Gute in der Zukunft.